Weihnachten ist scheiße. Oh, was macht ihr denn hier? Naja, wenn ihr schon mal hier seid, dann kommt mal mit. So, wo war ich? Ach ja, Weihnachten ist scheiße. Aber Walte, die ganzen guten Angebote im Dezember. Ja, völlige Verarsche. Im Januar oder Februar ist die ganze Ratze doch eh günstiger. Aber Walte, es gibt doch Geschenke. Ja, und was gibt es an Geschenken? Socken und Schokolade, die dich noch fetter macht, ey. Boah, Weihnachten ist echt für'n Arsch. Oh, großartig. Welche Hammel ist das jetzt, die mich stört? Was wollt ihr? Manuel und ich dachten, wir legen zumindest heute unsere Differenzen mal beiseite. Ja, und feiern alle zusammen Weihnachten. Wir haben ja schon den 24. Ja. Und wir haben auch was zu essen mitgebracht. Ja, und Videospiele. Cola. Oh, wow, wie lieb von euch. Ihr tragt so schwer. Soll ich euch das abnehmen? Guck mal her. So, sommerlich heute für den 24. Ja. Und jetzt runter von meinem Rasen, als wenn ich mit euch Weihnachten feiern würde. So ein Humbug! Naja, zumindest haben wir es versucht. Ja. Hier ist überhaupt kein Rasen. Was haben wir denn? Oh, Bayonetta 2. Cool. So, ey, endlich sind die beiden weg. Meine Fresse, das machen die ständig vor meiner Tür. Wo war ich? Ach ja, Weihnachten ist scheiße. Und... Okay, was ist das denn jetzt schon wieder? Sorry. Ich bin der Geist der videospielenden Weihnacht. Wunderbar. Und was willst du überhaupt? Willst du mir etwa sagen, dass ich heute Abend Besuch von drei Geistern bekomme, die mir zeigen, wenn ich mein Leben so weiterführe, dass ich bald einen einsamen und traurigen Tod sterben werde? Nee, das wäre albern und auch ein Copyright-Problem. Ich bin hier, um dir zu zeigen, wie großartig Weihnachten ist. Und das mache ich ganz klar, indem ich dir die Erinnerung anderer Leute zeige, die mit Videospielen und natürlich mit Weihnachten zu tun haben. Das klingt ein bisschen wie diese typischen YouTube-Gastauftritte. Aber gut, dass das hier das reale Leben ist. Ernsthaft? Ja, hallo, ich bin der Pixelkitsch und ich möchte heute einen kleinen Retro-Spielmoment mit euch teilen, der mich an Weihnachten erinnert. Es ist nicht unbedingt ein positiver Moment, aber er ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Es muss ungefähr 1990 gewesen sein, Weihnachten 1990. Ich bekam den Nintendo Game Boy von meinen Eltern geschenkt und ich war, ja, glücklich wie kaum ein anderes Kind. Naja, wahrscheinlich wie eine Million andere Kinder zu diesem Jahr an Weihnachten. Aber ich wollte neben dem obligatorischen Tetris beim Gameboy natürlich auch Super Mario Land haben. Das wollte jeder haben. Man musste es einfach haben, um auf dem Schulhof mitreden zu können und um auch einfach die folgenden Tage Spaß haben zu können. Ich habe mir also von meinem Großvater Super Mario Land für den Gameboy gewünscht und bin freudiger Erwartung am Weihnachtsabend zu ihm gegangen und habe ein kleines Päckchen aufgemacht und mich auf Super Mario Land gefreut. Es war aber kein Super Mario Land drin, nein. Paperboy war drin, für den Nintendo Game Boy. Ein Spiel, was mich bis heute schon in der Arcade-Fassung nicht großartig interessiert, bekam ich damals für den Nintendo Game Boy in einer echt mittelprächtigen Konvertierung geschenkt und ich war einfach maßlos enttäuscht. Das Spiel hat sich auch in den Tagen darauf einfach nicht als sonderlich gut und unterhaltsam entpuppt und ja, ich habe mich dann einfach sehr rumgequält mit Paperboy. Also entsprechend habe ich keine schöne Erinnerung an dieses Spiel, aber insgesamt natürlich trotzdem eine schöne Erinnerung an meinen Großvater und an Weihnachten 1990, wenn ich an Paperboy denken muss. So ein tolles Spiel mit Zeitungen und einem Fahrrad. Zeitungen austragen.
Schülerjobs. Wer will denn sowas in einem Videospiel spielen? Ach egal. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, pipa-pommelige Adventszeit wünsche ich euch mit Paperboy. Ja, ho 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 Leute. Hallo und herzlich willkommen. Auch diesmal wurde ich wieder eingeladen, einen kleinen Gastbeitrag für dieses Weihnachtsspecial zu machen und ich freue mich wie immer sehr darüber. Und was ich eigentlich zum Thema Zocken und Weihnachten zu erzählen habe, da müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen und zwar ins schöne Jahr 1993, wo der Helmut Kohl noch Kanzler war, in dem Jahr, wo der Flussregenpfeifer der Vogel des Jahres war und das Helmknackenkraut die Orchidee des Jahres. Ja, wie eigentlich auch in jedem Jahr hatte ich da auch Geburtstag und ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag und Kollegen von mir, die hatten schon alle einen PC und waren eifrig darauf am Zocken und ja, ich hatte dann quasi mit meinen Eltern die Abmachung gesprochen oder nicht besprochen, sondern abgemacht, dass ich mir zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen einen PC wünschen darf. Ja, gesagt, getan. Am 24.12. stand er da, mein erster eigener PC. Ich war 13 Jahre alt und ich hatte da ein SLC 33 stehen. Ich glaube, ein 486er war es, SLC 33 mit einem ziemlich kleinen Monitor. Ich glaube, 14 Zoll, 15 Zoll, irgendwie sowas. Und ich hatte mir im Vorfeld von meinem Kumpel schon zwei Spiele besorgt, die wir da praktisch immer gesuchtet haben. Das erste war, es hieß einfach nur X-Wing, soweit ich weiß. Und das war im Prinzip so ein Weltraumshooter im Stil vom Wing Commander, sage ich mal. Großartig, ich finde heute immer noch großartig. Es gibt ja auch X-Wing vs. TIE Fighter, da gibt es dann auch verschiedene Mods, dass die Grafik, glaube ich, ein bisschen besser wird. Absolut großartiges Spiel. Und das zweite Spiel, was ich mir da besorgt hatte, das war zu der Zeit, ich sag mal, nicht so ganz erlaubt. Oder ist es auch heute nicht, ne? Das hatte irgendwas mit einem Wolf und irgendeinem komischen Stein und D3, glaube ich, oder so, keine Ahnung, irgendwie habe ich vergessen den Namen. Das habe ich natürlich auch damals gezuchtet wie Teufel und ich muss sagen, bis heute war es einer der besten Weihnachten überhaupt. Problem war der erste Weihnachtstag dann, da lief nämlich schon gar nichts mehr am Rechner, weil ich mir gedacht habe, ich räume die Festplatte mal auf. Ich hatte keinen Plan von dem, was ich da mache und habe mal so alle möglichen Dateien in alle möglichen Ordner verschoben. Unter anderem auch die berühmt-berüchtigte Auto-Exec-Bat. Am ersten Weihnachtstag lief nichts. Mein Vater hat seinen Bekannten angerufen, der kam zu uns nach Hause, hat stundenlang über mich abgelacht, wie doof ich denn sein könnte. So nach dem Motto zumindest. Und hat den Computer dann wieder hergerichtet. Also Weihnachten war wieder gerettet und ich muss sagen, bis heute einer der schönsten Weihnachten. Ich war absolut geladen und voller Vorfreude. Ich konnte nach den Weihnachtsferien in der Schule mit einem Rechner strunzen, den ich jetzt hatte und viele andere hatten halt noch keinen und es war einfach gigantisch. Und diese beiden Spiele sind mir auf jeden Fall bis heute im Kopf geblieben. Und ich habe auch viel Monkey Island zum Beispiel gespielt zu der Zeit, aber das hatte ich auf dem Amiga schon durch. Und aber wie gesagt, also X-Wing und das andere berühmte Spiel. Natürlich kamen danach noch so Spiele wie, das ist auch nicht ganz erlaubt, ne? Irgendwie Mut oder so, keine Ahnung. egal. Auf jeden Fall großartig. 1993 für mich absolut das Weihnachtsjahr in Sachen Spiele. Ja. Das war so mein kleiner Beitrag dazu und ich wünsche euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit, ein paar schöne Tage, lasst euch auch ordentlich beschenken und zockt natürlich dementsprechend. Bis dann, Leute. Ciao. Und? Weihnachten ist doch klasse! Ach, Quatsch! Nehmen wir doch mal an, ich würde heute ein Spiel geschenkt bekommen. Naja, könnte ich dann so etwas damit machen wie, spielen? Klar, warum nicht?
Ja, was passiert denn, wenn ich heutzutage ein Spiel reinlege? Ich muss erstmal 5 GB Patch runterladen, ich muss installieren, dann kommt noch der DLC und der letzte Teil auf der CD habe ich nur Berechtigung drauf zuzugreifen, wenn ich dann noch alle Mikrotransaktionen bezahle. Sehr gut. Und wenn ich erst dann 3 Stunden gemacht habe, habe ich unter Umständen vielleicht das Glück, eventuell das Spiel zu spielen. Aber vernünftig laufen oder Spaß machen tut es dann erst nach einem Jahr. Siehe Destiny oder Assassin's Creed Unity. Naja, wenn... Nee, das passt auch nicht. Doch, vielleicht? Nee. Ich sehe, du bist ein harter Brocken. Da muss der Geist der weihnachtlichen Videospiele ran. Naja, ich bin raus hier. Ich habe gehört, hier um Ecke gibt es ein Frauensportstudio. Und naja, ein Geist zu sein hat so seine Vorteile, wenn du verstehst, was ich meine. Naja, ich bin raus. Bis denn. Boah, endlich, ey. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Moment, nein, stopp. Kommando zurück. Es geht weiter. AFK, bist du der Troll, der keinen Spaß an Weihnachten hat? Ja, genau, der bin ich. Aber, Moment mal, du kommst dir irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung, was du meinst. Aber lass uns mal loslegen. Hier in der Nähe soll ein Frauensportstudio sein und ein Geist zu sein hat so seine Vorteile, wenn du verstehst, was ich meine. Leider verstehst. Können wir es nicht einfach so machen? Du gibst mir die DVD und wir kommen hiermit viel schneller durch. Ja, meine Geschichte zu diesem Thema beginnt im Jahr 1988, 89, so die Ecke. Meine Familie war mit der Familie meines Onkels gemeinsam im Jugoslawien-Urlaub auf dem Campingplatz. Und da gab es tatsächlich so eine Art Spielhalle mit einigen Arcade-Automaten. Unter anderem auch das Spiel Alien Syndrome. Mein Cousin und ich haben da jegliches Geld, was wir gefunden haben, reingebuttert in diesen Automaten, hatten auch wirklich eine Menge Spaß mit dem Gerät. Und als uns das Geld dann ausgegangen ist, haben wir sogar unsere Eltern angebettelt, die sollen uns doch bitte Geld für ein Eis geben. Das haben wir natürlich nicht in Eis umgesetzt, sondern haben tatsächlich das Geld auch wieder in den Automaten gepumpt. Ganz klar. Alien Syndrome ist ein klassisches Run-and-Gun-Spiel. Man wählt anfangs zwischen 2 Charakteren aus. Man kann sich hier zwischen einer männlichen und einer weiblichen Spielfigur entscheiden. Die heißen Ricky und Mary, wie ich jetzt erfahren habe bei der Recherche. Was aber keinen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels hat. Und dann muss man unter Zeitdruck, und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, Zeitdruck in den höheren Leveln, das ist eigentlich der Knackpunkt bei dem Ganzen, eine bestimmte Anzahl an Menschen aus einer Art Raumstation einzusammeln bzw. zu retten. Dadurch öffnet sich eine Tür zu einem Levelboss. Erledigt man den, erreicht man logischerweise das nächste Level. Es gibt im Ganzen 7 Raumstationen, wobei die letzte Raumstation nur den Endgegner des ganzen Spiels beinhaltet, der, wenn man das ganze Spiel betrachtet, relativ einfach zu knacken ist. Naja, diese Raumstationen, von denen ich gerade sprach, die werden bevölkert von verschiedenen Alien-Lebensformen, so nenne ich es jetzt mal, die man entweder beseitigen oder ignorieren kann. Das Ignorieren der Gegner ist in späteren Leveln, wie ich gerade schon erwähnt habe, wirklich sehr wichtig aufgrund des Zeitdrucks. Und da sollte man wirklich sich nicht an jedem Gegner aufhalten. Beim Auslöschen der Aliens helfen einem logischerweise verschiedene Waffensysteme, die man an diesen Terminals hier abgreifen kann. Die Waffen unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander. Manche haben eine geringe Reichweite und sind wenig durchschlagskräftig, andere haben eine hohe Reichweite und dazu noch Flächenschaden. Die Waffen mit hoher Reichweite haben aber manchmal auch einen Malus, nahe Ziele können damit zum Beispiel nicht erreicht bzw. zerstört werden. Darüber hinaus kann man bis zu 2 Options genannte Waffenroboter einsammeln, die einem bei der Beseitigung der Aliens hilft. Und was hat diese Geschichte jetzt mit Weihnachten zu tun? Ich würde sagen, Thema verfehlt, Sätzen 6. Allerdings ist es so gewesen, dass mein Cousin sich zu Weihnachten die Sega Master System Version von Alien Syndrome gewünscht hat und die auch tatsächlich bekommen hat. Und daraufhin hat er und auch ich zu Hause dann auf unsere Eltern eingewirkt, dass wir doch endlich mal wieder Weihnachten zusammen verbringen müssen, beziehungsweise die Weihnachtstage und vielleicht sogar auch Silvester zusammen verbringen. Und das haben wir auch beide geschafft und dann war natürlich klar, was angesagt ist, 1,5 Wochen Alien Syndrome spielen auf dem Master System. Die Master System Version gehört leider zu den am meisten veränderten Heimportierungen. Man verzichtete komplett auf Scrolling und setzte, ich nenne es jetzt mal, einzelne Räume um. Das heißt, wenn man den Bildschirmrand erreicht, dann wird in den nächsten Raum geschaltet. Darüber hinaus ist die Umsetzung auch so relativ schlecht gelungen, also aus heutiger Sicht. Früher fanden wir das natürlich sehr gut und sehr genial, dass wir endlich dieses geniale Spiel zu Hause zocken können.
Es gibt hier zum Beispiel Warp-Bonus-Items, die gibt es in der Originalfassung meines Wissens nicht. Beim Einsammeln an diesen Terminals erreicht man dadurch andere Levelbereiche und kann dadurch, ich sag mal, eine gewisse Wegstrecke überbrücken. Dazu gibt es ein Feature, was mich schon damals genervt hat, und zwar das Spawnen der Gegner. Also man läuft einfach durch diese Räume und plötzlich taucht ein Gegner direkt vor einem auf, also wie aus dem Nichts. Und das ist manchmal schon recht unfair. Einige Endbosse wurden aus der Spielhallenversion übernommen, andere wurden weggelassen bzw. komplett durch neue ersetzt. Das ist deshalb für mich ärgerlich, weil mein Lieblings-Endboss hat es leider nicht in die Master System-Version geschafft. Trotzdem waren wir natürlich sehr glücklich über die Sega Master System-Version, denn wir konnten endlich dieses Spiel zu Hause in Ruhe genießen und 1,5 Wochen eigentlich nichts anderes als Alien Syndrome spielen. Das war natürlich ein sehr geniales Erlebnis und deshalb verbinde ich natürlich das Spiel Alien Syndrome mit Weihnachten. Es gibt tatsächlich zwei Spiele, die mich sehr, sehr an Weihnachten erinnern. Und das sind jetzt nicht Spiele, die in einer winterlichen Landschaft stattfinden oder einen weihnachtlichen Hintergrund haben. Ja, sowas wie zum Beispiel Shenmue, welches ja zur Weihnachtszeit spielt. Oder eines der Level in Mushihime-sama Futari, welches auch eine Winterlandschaft hat und die Hintergrundmusik ein etwas weihnachtliches Motiv bietet. Nein, es sind so Spiele, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Also das eine zumindest. Ja, und das erste Spiel ist eines von meiner damaligen Freundin. Die hat es mir zu Weihnachten im Jahre 2001 oder ich glaube im Jahre 2000 geschenkt. Ja, und diese Freundin ist meine heutige Ehefrau. Und deswegen ist es für mich ein ganz besonderes Spiel, weil sie hat... Ja, sie hat darauf geachtet, für was ich mich interessiere und für was ich mich begeistern kann. Ja, und sie hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und dieses Spiel besorgt. Das war nämlich zu der Zeit gar nicht so einfach, denn es ist nämlich ein Importspiel. Daytona USA 2001 für Dreamcast in der japanischen Version erschien nämlich eine Weile vor der PAL-Version. Ich glaube, die PAL-Version erschien 2001 im Frühling und die japanische Version erschien, wenn ich mich recht erinnere, im Dezember des Jahres 2000. Ja, und darüber habe ich mich wirklich unfassbar gefreut, denn ich war zu der Zeit ein heißer Daytona-Fan. Also die Saturn-Version hat mich nicht so ganz befriedigt, ehrlich gesagt. Auch nicht die zweite Version, obwohl die japanische Version der zweiten Version eine etwas bessere Steuerung hat. Aber die Ursprungsversion mit der besseren Steuerung hat nun mal nicht hat nicht so eine gute Grafik, das wisst ihr alle sicherlich. Ja, und die Dreamcast-Version, die gefällt mir ehrlich gesagt deutlich besser, obwohl die Steuerung auch nicht so hundertprozentig ist. Aber wenn man in den Options alles richtig einstellt und vor allem mit dem Lenkrad und so, ja, das geht schon. Ja, das zweite Spiel. Dafür müssen wir noch ein wenig weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1985. In diesem Jahr beginnt diese Geschichte. Und meine Eltern haben mir zu Weihnachten 85 irgendwas geschenkt und ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Es hat nämlich nichts mit Videospielen oder sowas zu tun. Es war irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Aber ein damaliger Kumpel von mir, der hat zu Weihnachten einen C16 geschenkt bekommen, einen Commodore 16. Und er hatte dafür ein Spiel, welches ich schon aus den diversen Pommesbuden und Eisdielen, also jetzt nicht in allen, aber in irgendeiner Pommesbude oder Eisdiele, stand zu der Zeit ein Arcade-Automat, ein Videospielautomat. Und der hat mich unheimlich begeistert und ich habe einen Großteil meines Taschengelds in den versenkt. Und ich habe mir immer gewünscht, dass man das Spiel auch irgendwie für zu Hause haben kann. Ich hatte im Jahre 85 oder 84, also 85, ein Poppy MPT-03 und dafür gibt es keine Umsetzung dieses Spiels. Für Atari VCS gibt es, glaube ich, eine, aber dieses Gerät hatte ich zu der Zeit noch nicht. Jo, jedenfalls ein paar Tage nach dem Weihnachtsfest 1985 war ich zum ersten Mal wieder bei dem Kollegen. Tja, und was hat der für C16? Moon Buggy! Und Moon Buggy ist eine Umsetzung von Moon Patrol. Und gar nicht so schlecht. Also ich finde sogar eine der besten Umsetzungen. Sie gefällt mir noch besser als die C64-Version, die ich erst später kennengelernt habe.
Ja, und mein Kollege und ich, also wir haben das Spiel damals wochenlang fast täglich andauernd gespielt, weil es uns beide dermaßen begeistert hat. Ja, und ein C16, also nee, ein Plus 4 sogar, also ein Plus 4 habe ich dann erst irgendwann später im Jahre 1986 bekommen. Ich glaube im Frühling oder so haben meine Eltern diesen Plus 4 angeschafft, mit dem ich mich dann jahrelang sehr intensiv beschäftige. Bis heute eigentlich beschäftige ich mich intensiv mit diesem Gerät. Ja, und irgendwann im Frühling 1986 habe ich mir also selber dieses Moon Buggy gekauft. Und das ist ein verspätetes Weihnachtsgeschenk an mich selbst gewesen. Ja, und deswegen ist dieses Spiel für mich eines der besonderen Weihnachtsspiele, die ich irgendwann mal erhalten habe. Ja, hier haben wir nochmal Daytona USA 2001 in der japanischen Version und Moon Buggy für den Commodore 16. Moon Buggy ist ganz schön geil. Aber das muss ich doch jetzt überzeugt haben. Ich meine, Weihnachten ist großartig. Familie, Geschenke, Videospiele, Lebkuchenherzen. Ich meine, Lebkuchenherzen! Ich mag keine Lebkuchenherzen. Dominosteine? Lecker Marzipan. Nope. Spekulatius? Jeder mag Spekulatius. Nein, nicht dieser Kerl hier. Ich sehe schon, da muss er ran. Naja, da muss es wohl sein. Viel Spaß noch. Nope. Ich möchte mit Ihnen über Gott reden. Bist du ein Geist? Nein, aber über den Heiligen Geist. Nee, lass mal. Kein Interesse. Der hängt wahrscheinlich ja, irgendwie in der Frauenumkleide rum oder so ein Scheiß. Alter, verschwinde mit deinem Wachturm. Alter, bist du der Nein? Oh Gott sei Dank. Ich... Komm rein. Also, ich glaube, deine Kollegen sind alle im Frauensportstudio, wenn du da auch hin möchtest. Gut, bei mir. Also, da ist die Tür. Ja, Küche. Gehst du einfach rein, bedienst du dich, Teller sind oben, trinken, essen, alles ist da. Gehst du einfach. Soll ich dir was zu trinken holen? Ich hab da, was hab ich da? Ich hab Wasser da, ich hab Kaffee da, ich hab Cola da, Salami glaube ich noch. Ach, ich soll in die Küche gehen. Ja, dann gehe ich in die Küche, wenn du das so möchtest. Aber bevor ich in die Küche gehe, muss ich unbedingt eins machen. Geil. Aber sag mal, wie ist das eigentlich rechtlich? Okay. Traditionen. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich verbringen sie auch ihre Feiertage. Während die einen die Zeit nutzen, um endlich mal zur Ruhe zu kommen und sich zu besinnen, gehen andere auf wilde Partys oder treffen sich endlich mal wieder mit Freunden, die sie schon lange nicht gesehen haben.
Und auch im Fernsehen ist es genau dasselbe. Es dominieren nicht nur, wenn auch zum größten Teil, die klassischen Weihnachtsfilme, sondern auch bestimmte Actionfilme haben immer wieder Hochkonjunktur zu der Zeit. Bei Videospielern ist es nicht anders. Die einen spielen die klassischen Weihnachtsspiele wie Shenmue oder Christmas Nights, andere bevorzugen nicht ganz so klassische Spiele. Batman Returns, Terminator und natürlich Die Hard. Alles Filme, die man zwar nicht direkt mit Weihnachten in Verbindung bringt, aber dennoch genau meist zu der Zeit gespielt werden. Genauso geht es mir mit Videospielen. Neben einigen anderen Titeln ist es vor allem Red Dead Redemption, was ich immer wieder zur Zeit der Besinnlichkeit spiele. Die Ruhe, die dieses Spiel ausstrahlt, die Leere, in der man für jeden Menschen, den man zu sehen bekommt, dankbar ist, und natürlich die guten Taten, Menschen helfen und Bösewichte die Route geben, in Form von blauen Bohnen. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich das Spiel in einem Dezember gekauft habe, weswegen ich es so sehr mit Weihnachten verbinde. Vielleicht ist es aber auch das Ende, das ich seit Jahren immer genau am 24. spiele, das einem vor Augen führt, wie dankbar man für jeden Moment sein sollte, den man mit seiner Familie verbringen darf. Und ist das nicht eigentlich der Geist von Weihnachten? Das war's von mir zum Thema Videospiele und Weihnachten. Ich hoffe, ihr verbringt die Feiertage auch mit ein paar schönen Spielen und wünsche euch ein frohes Fest. Ach so, ab dem 25. bin ich dann übrigens mit Zombie-Masken immer unterwegs und versuche die Apokalypse zu verhindern, indem ich jede Menge Zombies umlege. Ach ja, Weihnachten. Ja gut, Sir Pommes hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch für sein Weihnachtsspecial so einen kleinen Gastbeitrag zu machen. Ja gut, ich habe mich da natürlich nicht zweimal bitten lassen und möchte dann somit auch so meine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen. Ich habe eine Weile überlegt, was ich erzählen sollte und dachte mir, hey, ich erzähle einfach mal die Geschichte, wie ich Weihnachten 85 zu meinem Computer gekommen bin. Man muss dazu sagen, ich habe im Alter von 8-9 Jahren, ich habe eigentlich gar kein Interesse an Computer gehabt, also auch nicht an Computerspielen oder gar nichts. Ich habe so am Rande mal mitbekommen, hey, ja, es gibt sowas wie Computer, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man damit sollte. Deshalb hat es mich auch nie wirklich interessiert. Aber ich war als Kind totaler Fan von den Mad-Heften und insbesondere der Spy vs. Spy Comics, die ich als Kind echt gefeiert habe. Und ich habe die ganzen Taschenbücher geholt, ich habe mir wirklich die ganzen Mad-Hefte geholt, oftmals wirklich nur wegen der Spy vs. Spy-Sachen, also ich war riesen Fan davon. Auf jeden Fall im Sommer 1985 habe ich dann irgendwann bei einem damaligen Kollegen diesen C64 gesehen. Ich muss dazu sagen, mich hat der Computer nicht interessiert, aber ein Kollege von mir war natürlich total begeistert von seinem Computer, musste mir die ganze Zeit unbedingt seinen Computer zeigen. Ja gut, anfänglich habe ich noch so getan, als würde es mich interessieren, obwohl ich halt wirklich nicht wusste, was soll man bitte schön damit. Auch die Computerspiele, die habe ich echt nicht interessiert. Und und irgendwann zeigte mir dann das Spiel Spy vs. Spy für den C64. Und ich war natürlich sofort begeistert, auch wenn ich das Spiel nicht verstanden habe. Aber es war für mich so faszinierend zu sagen, hey, das sind so meine Helden aus den Comics. Und plötzlich kann ich die auf dem Fernseher steuern, dass ich total begeistert war. Und klar, den Rest des Tages haben wir dann eben auch für den Computer abgegammelt. Und so war dann für mich auch ganz klar, hey, ich muss definitiv einen Computer haben und auch nur wegen Spy vs. Spy. Gut, da waren so zwei, drei andere Spiele bei, die sahen auch interessant aus, aber das war auch eigentlich ziemlich interessant für mich. Ich wollte nur Spy vs. Spy haben. Ja gut, wie man das halt damals so mit 9 Jahren gemacht hat, hat man dann eben irgendwann so die Eltern genervt und gesagt, man will unbedingt einen Computer haben wegen einem Spiel und so, dass man dann den Computer dann irgendwann auch bekommen hat. Ironischerweise muss man dazu sagen, dass ich eigentlich mal ziemlich ehrlich war zu meinen Eltern in dem Punkt. Ich habe nie irgendwie gesagt so, ja, der Computer ist wichtig für die Hausaufgaben, für die Zukunft. Ich habe es auch nicht wirklich geglaubt. Ich wollte ja nur Spy vs. Spy spielen. Mein Vater war damals tatsächlich der Initiator, der gesagt hat so, wenn mein Junge sich jetzt schon mit Computern auseinandersetzen will, dann soll er das tun, weil die Sachen werden irgendwann auch immer wichtiger. Und also so auf Anrat meines Vaters hat der Familienrat dann mehr oder weniger mir einen Computer zu Weihnachten geschenkt. Und so hatte ich dann Weihnachten 1985 meinen Computer. Ironischerweise hatte mein Vater übrigens recht, dass Computer immer wichtiger wurden im Laufe der Zeit. Damals habe ich es nicht geglaubt, da hat mein Vater offenbar weiter gedacht als ich. Mir war es aber eigentlich auch egal, warum ich einen C64 hatte, Fakt ist, ich hatte einen. Ja gut, wie das damals so war, so nach 30 Jahren darf man das wahrscheinlich auch sagen, hat man da so eine ganze Box mit Sicherheitskopien gehabt.
Und ja, so hatte ich dann wirklich für die ganze Nacht, also Weihnachten 1985, ich habe so einen kleinen Podest gehabt, wo ich den Computer dann auch hingestellt habe. Das war alles noch sehr improvisatorisch, aber auf jeden Fall stand dann da so mein Computer. Und ja, auf jeden Fall fing ich dann wirklich die ganze Nacht an, wirklich alle Disketten da wirklich durchzuwühlen, um zu gucken, okay, welches Spiel verbirgt sich dann hinter dem Namen. Und ja, das ist einfach ein unglaublich interessantes Gefühl gewesen. Man hatte wirklich das Gefühl, hey, man betritt da gerade eine komplett neue Welt, weil hinter jeder Diskette war ein komplett anderes Spiel, war eine komplett andere Welt. Und für jemanden, der vorher wirklich noch gar keinen Bezug kannte, also nicht mal wusste, was Computerspiele überhaupt sind, war das, also es war phänomenal. Ich meine, ich muss dazu sagen, Spy vs. Spy war nicht dabei. Aber irgendwann habe ich dann eine Weile gesucht, bin dann irgendwann an Loadrunner hängen geblieben. Und ja, da bin ich dann auch wirklich echt so die ganze Nacht hängen geblieben an Loadrunner, obwohl ich so ein bisschen Angst vor dem Spiel hatte. Klar, man fragt sich, hey, warum hat man Angst vor Loadrunner? Aber ich muss zum einen sagen, ich fand das Spiel damals von der Atmosphäre her sehr düster. Und zum anderen war ich auch ein sehr, 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 sehr übersensibles Kind und ich hatte eigentlich Angst vor allem. Ja gut, das ist so meine Weihnachts-C64-Geschichte gewesen, wo ich dann wirklich so die ganze Nacht da wirklich dieses Ketten wirklich durchwühlte, immer zu gucken, okay, was verbirgt sich hinter dem Spiel, was verbirgt sich hinter dem Spiel, also es war wirklich eine gigantische Reise in ein komplett neues Medium, das mich wirklich begeisterte. Und ja, so Weihnachten 85 ist doch so rückwirkend betrachtet, glaube ich, auch das Weihnachten, was mich wirklich am stärksten prägte. Ja gut, Spy vs. Spy war nicht dabei, aber zumindest massig genug andere Spiele. Ja gut, ich quassel jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich hoffe mal, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und gebe dann jetzt auch Sir Pommes seine Sendung wieder. Ciao! Du, ich verstehe ja, dass vielleicht einige Leute tolle Erinnerungen an Weihnachten haben. Aber mir ist nie was Gutes passiert. Mir hat noch nie jemand irgendein Videospiel oder was geschenkt. Für mich? Danke! Ach, weißt du was? Ich glaube, ich war echt ein bisschen gemein zu Dick und Doof da drüben. Ich sollte mich, glaube ich, echt entschuldigen gehen. Ja. Ach so. Vielen Dank. Hast du noch Controller, Netzteile und sowas? Weil so ist ja ein bisschen... Ne? Danke. What's up? Alter, endlich hat es diese hohle Nuss verstanden. Was? Wo seid ihr? Frauensportstudio? Alter, ich bin sofort auf dem Weg. See you, Space Cowboy. Wo sind wir hier eigentlich? Alter, Stunden laufen wir jetzt hier schon rum. Du hattest doch ein Auto. Ja, das habe ich, glaube ich, geparkt. Ja, toll. Ich hab Durst, ich hab Hunger und ich muss Pipi. Ich dachte, das wäre eine nette Überraschung. Ich muss Pipi. Hey, ihr beiden. Kommt mal her. Hier ist nicht mal ein Rasen. Ich dachte, vielleicht war ich ein bisschen zu hart zu euch und wir könnten... Weihnachten feiern? Wie wär's? Ja, klar, komm.
Oh, wow, das sind deine Spiele? Meine Herren, PlayStation 2. Oh, guck mal, weißt du, wie lange ich das schon habe? Oh, cool. Terranigma ist einfach der Lieblingsspiel. Boah, das vielleicht auch. Entschuldigung. Meine Herren. Guck mal, hier. Das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Ich glaube es ja kaum hier. Die Donkey Kong Country. Ich hätte da vielleicht was vom Tauschmodus gerne hätte. Oder hier, das war auch nicht schlecht. Sollen wir da vielleicht ein bisschen was... Moin Moin und ich hoffe, ihr hattet Spaß an einem kleinen Weihnachtsspecial. Ich möchte mich jetzt erstmal bei allen Leuten bedanken, die hier mitgemacht haben. Und das ist einmal der Pixel Kitsch, der Stefan von Sprite Shapes und Co., der Olli von Die Wutbürger, der Dusty von Dusty Bits, der Monty von Kraut und Rüben und Videospielen. Und natürlich geht ein ganz, ganz, ganz besonderer Dank an Den Geeky Gamer und seinen Tonkamerakumpel. Ohne euch beiden wäre das Video einfach gar nicht möglich gewesen. Ich kann euch alle Kanäle natürlich nur sehr empfehlen und die Links gibt's in der Videobeschreibung. Über mir könnt ihr auf die beiden letzten Weihnachtsspecial, die ich gemacht habe, klicken und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir so einen Daumen nach oben gibt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal natürlich abonniert, ist aber auch wie immer alles keine Pflicht. Und ich wünsche euch ganz, ganz herzlich ein fröhliches Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich, vergesst nicht, spielt, habt Spaß und bis dann. Oh, ihr seid immer noch hier? Okay, dann möchte ich euch mal über einen neuen Weihnachtsklassiker mit euch reden. Wisst ihr, was ein großartiger Weihnachtsfilm ist? Stirb langsam. Okay, er hat nicht besonders viel mit Weihnachten zu tun, aber es reicht, um ihn sich, sag ich mal, jährlich immer zu erpassen zu der Weihnachtszeit anzusehen. Und genau so etwas gibt es auch bei Videospielen. Nämlich Bayonetta 2. So richtig hat nämlich der Anfang und nur das Ende von Bayonetta 2 überhaupt mit Weihnachten zu tun. Hier sieht man Enzio, Jun und Bayonetta, also alle Charaktere, die man aus dem ersten Teil kennt, Weihnachtsgeschenke einkaufen, als plötzlich Engel erscheinen und die Action startet. Bayonetta 2 ist einfach ein großartiges Actionspiel, ähnlich wie Stirb langsam ein großartiger Actionfilm ist. Man kämpft sich durch Horden von Engeln und es gibt immer wieder ein neues Setup, Variation oder sonstiges, die das Spiel frisch halten. Bayonetta beinhaltet ein großartiges Kampfsystem und alle, die den ersten Teil auch gespielt haben, wissen einfach, Bayonetta macht super Laune. Und Bayonetta 2 ist sogar, finde ich, in einigen Punkten besser als der Vorgänger. Zum Beispiel die Hexenzeit, wie es ja in Bayonetta heißt, also dass, wenn man ausweicht, einen Zeitlupenmodus bekommt, indem man dann ordentlich Schaden austeilt, ist diesmal immer zugänglich und nicht wie beim ersten Teil manchmal abhängig von welchen Gegnern man kämpft oder halt im höchsten Schwierigkeitsgradmodus gab es ja gar keine Hexenzeit. Nee, die Hexenzeit ist in Bayonetta 2 immer drin und das macht das Spiel, wie ich finde, schon mal viel, viel spaßiger. Zudem lohnt es sich, Bayonetta 2 auch immer wieder durchzuspielen, weil es gibt so vieles freizuschalten. Waffen, Moves, Kostüme und später sogar ein extra Bossfight. Und meine Erinnerung zu Bayonetta 2, ich habe mir das Spiel passend letzten Jahres gekauft und auch extra dafür eigentlich mir eine Wii U angeschafft. Und es war zwar ein persönliches Geschenk an mich selber, aber es hat mich einfach großartig erinnert, ein neues Spiel zu der Weihnachtszeit zu bekommen, das zu spielen und darin völlig drin aufzugehen. Es hat so viel Spaß gemacht und hat mich einfach wundervoll in die Weihnachtsstimmung gebracht. Und durch den Actionrausch und die Sachen, die man freischalten kann, bietet sich Bayonetta eigentlich einfach nur an, immer wieder durchzuspielen. Und ja, warum nicht zur Weihnachtszeit sich einfach mal die Zeit dafür nehmen? So ist Bayonetta 2 für mich ein Actionklassiker, der super in die Weihnachtszeit passt. Genau wie Stirb langsam. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der eine Wii U hat. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann nochmal ein Bayonetta 3 geben wird. Also, wenn ihr eine Wii U habt, kann ich euch Bayonetta 2 nur ans Herz legen. Und ich finde, es macht eine großartige Weihnachtstradition. Und wer noch ein bisschen mehr Zeit hat, kann natürlich auch noch den ersten einfach vorwegschieben. Den gibt es ja für die Wii U auch im gleichen Paket. Naja, das war es jetzt wirklich von mir. Ich möchte mich einfach nochmal bei euch fürs Zusehen bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Und die Weihnachtsepisode ist ja auch immer eine Jubiläumsepisode von Erinnerung eines Zockers. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, wir sehen uns wahrscheinlich spätestens im Jahr 2016. Und naja, ich würde sagen, YouTube aus
und Spieler an. Tschüss. Moon Buggy ist ganz schön geil, ganz schön geil, ganz schön geil, ganz schön geil.